Das Unternehmen Stiele ist ein klassischer Familienbetrieb. Wir kommen eigentlich aus den Sparten Küche und Bad. Für die Naturenergie haben wir uns interessiert, weil wir schon immer im Prinzip überzeugt sind, dass die solare Energie der richtige Weg ist. Vor Sunbrain war der Stand der Dinge, dass ich quasi eine Solarthermieanlage hatte, die Wärme erzeugen kann und keinen Strom, oder eine Photovoltaikanlage, die Strom erzeugen kann und keine Wärme. Mit unserer Neuheit Sunbrain sind wir dann quasi auf die Lösung mit Photovoltaik gekommen. Sunbrain misst die solare Energie, die momentan von den Photovoltaikmodulen erzeugt wird, und stellt dann sicher, dass diese Energie zu 100% oder 80%, je nach Ausbeute und was der Haushalt momentan verarbeiten kann, in Strom und Wärme für den jeweiligen Anlagenbesitzer eingesetzt wird. Naturenergie ist ein Hobby von meinem Mann. Ich mache es wahnsinnig Spaß, mit Sonne Strom zu erzeugen, sich da reinzuhängen und das zu verwirklichen. Und dann hat man sich dazu entschieden, dass man die Naturenergie mit aufnimmt, und ist bis jetzt auch sehr erfolgreich. Zur Vergrößerung des Unternehmens gibt es bei uns im Hause auch schon konkrete Pläne. Da sind wir gerade dran, eine neue Halle zu planen, neue Arbeitsplätze, Büros, Werkstattbereich, Logistik. Man richtet in unserer Gesellschaft den Blick allzu oft auf die ganz Großen. Der VR-Innovationspreis richtet sich eher auf die Tüftler, die es ja im Schwabenland bekanntermaßen ziemlich oft gibt. Und die mal hervorzuheben, ihnen die Chance zu geben, ihr Produkt dann wirklich einer größeren Öffentlichkeit vorzustellen, das finde ich großartig. Wir haben uns Ende letztes Jahr relativ kurzfristig für die Photovoltaikanlage in Verbindung mit dem Sunbrain entschieden, weil es für uns einfach die ideale Kombination dargestellt hat, die wir eigentlich schon immer gesucht haben. So haben wir jetzt eine Photovoltaikanlage und können damit zum einen Strom produzieren und zum anderen unser Warmwasser aufbereiten. Ich wünsche der Firma Stiele, dass sie den erhofften großen Erfolg mit diesem Produkt hat und dass sie dann die Innovationskraft hat, dass aus diesem Erfolg eine Erfolgsstory wird. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass das Unternehmen Stiele natürlich weiter gedeiht und blüht, und natürlich, dass alle Mitarbeiter, einschließlich meiner Familie, gesund, fröhlich im Unternehmen weiterarbeiten können.